Hallöchen, meine Lieben, und herzliches Willkommen wieder hier in der Hansa Rostock Karrieremodus. Saison Nummer 2 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, wir sehen hier Debüt für Dynamo Dresden Forsorn, weil wir heute gegen Dynamo Dresden auch spielen. Und Manchester United holt sich Mats Hummels für 15 Millionen Euro. Und wir gewannen im DFB-Pokal gegen VfL Bochum. Doppelpack für unseren guten Rostock-Spieler, und zwar Svante Engeltorn. Ja, also heute der zweite gegen 16. Dynamo Dresden 0 Punkte, möchte gerne von 16 Tabellenplatz nach oben, um 3 Punkte aus unserem Stadion zu holen. Aber wir müssen weiterhin Platz 2 festigen, um vielleicht aufzusteigen. Aber es ist auch möglich, dass wir immer wieder mal gegen Mannschaften spielen, wo wir unsere Konzentration noch nicht so gut haben, unsere Bissigkeit ein bisschen schwankt tut. Das heißt, in kurzer Erklärung, wir müssen immer schön wachsam sein und immer versuchen nachzulegen. Ja, und mit meiner Top 11 kann ich wieder ins Spiel reingehen. Bialek vorne in den Sturm, die Flügel aus Fronalschild, Kinzombi, Svante Ingeton, Meier, Vasilidis, Staphylidis, Rosbach, Dietze, Strauß und Kapitän Markus Kolke im Tor. Wir sehen bei Dynamo Dresden Kutsche, Flachodimos, Batista Meier, Forson als rechter Mittelfeld- oder Flügelspieler, Hauptmann, Kade, Knipping, Kapitän Welkowski, Lewald, Akoto und Dritjaka in Tor. Und damit ein wunderschönes Willkommen hier im Ostseestadion zum dritten Spieltag. Euer Spielkommentator ist der Blue Eyes Leer Dragon wieder. Ihr könnt auf dem Video gerne einen Daumen da lassen, Kommentar in der Kommentarenbox. Und wie immer kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei, wenn ihr da mal vorbeischaut, wo meine anderen Social Media Plattformen verlinkt sind, wie auch mein Zweitkanal Blue Ghost Biker, wo ihr auch gerne hier den Hauptkanal und Blue Ghost Biker in der Videobeschreibung kostenlos abonnieren könnt, die Glocke aktiv machen könnt, um somit auf beiden Kanälen niemals das neueste Video verpassen tut, um somit den Kanal zu unterstützen und mir, dass euch die Videos gefallen und euch die Interesse wecken tut, und ihr könnt auch gerne mal die Videos teilen. Und ja, dass er auch mal wünschen will. Gutjohnsson, Simon Rein, Schumacher, Nico Neidhardt, Meier, Rossi Pahl und Rief van Drommeling. Der andere Meier mit der Nummer 36, das ist Bas Meier, der ein Jungtalent mit einer noch nicht so einer großen Gesamtstärke, aber wenn er sich richtig gut entwickeln kann und vielleicht irgendwo mal ein Spezialangebot für eine Leihe bekommt, kann ich ihm verleihen, so dass er sich da noch weiterentwickeln kann. Ja, wir haben unsere Aufstellung gesehen. Hier sehen wir nochmal die Aufstellung von Dynamo Dresden. Ja, ein Wellington Junior. Das ist ein sehr exzellenter Spieler bei Dynamo Dresden. Und ich glaube, wenn der eingewechselt wird, kann er uns eine ziemliche Gefahr im Sturmbereich sein. Das heißt, unsere Flügelspezialisten müssen ihn versuchen, richtig gut zu decken. Auch die Verteidigung muss ihn gut decken. Sonst haare es bei uns ordentlich Tore rein. Also, wir wieder in Blau-Schwarz auf der linken Seite und Dynamo Dresden in ihren schönen bunten Trikots auf der rechten Seite. Oh, da haben wir gerade Ballkontakt gehabt, aber Dynamo Dresden kann sich die Pille von uns entreißen. Und somit hatte Dynamo Dresden gerade die Chance für einen guten Ball. Aber jetzt geht mir Fronalschi schon auf den Flügel. Kommt die Flanke rein. Ah, ist geklärt worden. Und KD hat die Pille.
Ja, das war ein guter Anlauf, aber um den Ball abzufangen, hat das nicht so richtig funktioniert. Jetzt aber die Verteidigung gut. Strauß klärt die Pille. Und Abschuss, glaube ich. Nein, es gibt Ecke. Obwohl der Dynamo Dresdner Spieler an der Pille dran war. Oh, Gefahr in unserer Hälfte. Den Zombie will den Ball nach unten spielen. Hat aber nicht so funktioniert. Gut. Unheischig. Auf Bialik. So hat der Ingelsson. Ah, klappt nicht so ganz. Spielerdebüt. Eigentlich für Forson auch ein Spielerdebüt. Aber es war der andere, der dann gezeigt wird. Und da passiert es. Ja, da passiert es auch gerade, wo ich die ganze Zeit rede und nicht auf die Verteidigung achte. Ja, die Nummer 14 schlägt die Pille ins Tor hinein. Da hat Markus Kolke keine Chance. Ja, hier nochmal zu offen. Und dann kommt die Verteidigung viel zu spät. Und die Nummer 14 braucht die Pille nur ganz flockig ins Tor reinhauen. Flachodimos. Seine dritte Partie und sein allererstes Tor. Ja, in der 11. Minute das Gegentor. Aber haben ja genug Minuten auf der Uhr, auch in der zweiten Halbzeit. Und wir können noch Tore machen. So, aber man sieht ja schon, Dynamo Dresden setzt sich ordentlich gut in unsere Hälfte rein. Dadurch haben wir Probleme, die Bälle nach vorne zu legen, um die Flügelspezialisten zu füttern. Meier, da will er den Ball gut spielen, aber Fronaldi mit einer guten Grätsche kann den Ball zu Vasili spielen. Kein Zombie. Oh, schönes Dribbling. Klappt vielleicht auch mit einer guten Flanke. Ja. Ist der Ball drin? Nein, ich glaube, da gibt's Abschluss. Transfer besteht die. Florian Wirtz wechselt zu Liverpool. Ja, da ist der Keeper von Dynamo Dresden rangekommen. Also geht der Ball ins Aus. Na, weiter hoher Ball. Da kommen wir ran. Oh, Bialik. Verliert. Im Duell. Die Pille. Knipping. Flügelwechsel. Jetzt kommt der Ball in unsere Hälfte rein. Batista Meier. Bialik wird angespielt. Aber muss den Ball nach oben auf Kin Zombie spielen. Ja, will eine Flanke machen. Akoto klärt. Kita-Einwurf. Jetzt kommt die Ecke. Kopfball. Aber der Keeper von Dynamo Dresden ist zur Stelle und lenkt den Ball zur Ecke. Die Flanke nicht schlecht. Die Kopfballwucht. Na, war gut, aber nicht stark genug. So, wo kann der Ball perfekt hinkommen? So, so die Ecke kommt. Oha, da wird man schon bedrängt. Ah, da ist unser Spieler nicht schnell genug. Da der Torschütze. Batista Meier. Wieder der Torschütze und Markus Kolke pariert zur Ecke. Hier nochmal die Situation. Oha, da hat Markus Kolke gut reagiert, aber es war ein kleines bisschen unkonzentriert. Das heißt, er hatte gute Reflex, aber wäre ein bisschen nicht schnell genug gewesen, wäre vielleicht die Pille ins Tor gelandet. Akoto, Batista Meier, raus aus Hauptmann. Und wieder Markus Kolke.
Ja, Markus Kolke beschwert sich ein bisschen für seine Verteidigungsleute und sieht nicht, warum hier das Verteidigen so schwer ist. So, wieder nächste Ecke. Kommt hoch rein. Gut geklärt. Kein Zombie. Von Alschick. Kein Zombie. Fand der Ingeton. Und jetzt ist oben am Flügel frei. Jetzt kommt die Flanke. Aber nicht stark. Und kein Spieler da, der die Pille annehmen will. Kutsche. Wo? Die Verteidigung muss kommen. Wo ist sie? Da ist sie. Kann ein bisschen die Duell unterbinden. Oh, Batista Meier mit einem strammen Schuss. Oh, Pille verloren. Und wieder Markus Kolke. Ja, es dreht sich jetzt alles in der Hälfte von Hansa Rostock ab, aber hier in der Szene, es war abseits gewesen. So, Markus Kolke spielt den Ball auf Dietze. Der muss den Ball aber auf Vasili spielen. Rostbach. Oh, das war richtig gut auf Kin Zombie. Aber wo bleiben seine Spielerkollegen? Da sind sie jetzt. Es kommt die Flanke. Und wieder ist die Pille in den Reihen von Dynamo Dresden. Kade. Batista Meier. Oh, hat ordentlich Sprinttempo. Seitenwechsel. Da der Torschütze. Kuschke. Muss den Ball zurückspielen. Hauptmann. Und Markus Kolke. Wieder gut pariert. Und da reagiert Markus Keul sehr gut. Und wieder gibt es Ecke in der Hälfte von Hansa Rostock. Hoher Ball. Ja, und Lewald ist jetzt der Torschütze zum 2 zu 0. Ja, jetzt liegen wir schon 2 zu 0 hinten. Oje, oje, oje. Der Kopfball war sehr stark und stramm. Ja, da wird Dietze, ich glaube, ordentlich weggedrängt. Und da hat der Kopfballstarke mit der Nummer 31 viel Platz gehabt. Ja, Lewald. Es steht hier 2 zu 0. Und bei uns ist irgendwie gerade ein bisschen, sind wir nervös vielleicht. Aber trotzdem versuchen wir nachzulegen. Aber man sieht, Dynamo Dresden drückt unseren Bialek ordentlich vorne zu. Unsere Flügel haben gegen ihre Verteidiger gerade schlechte Kann, um den Ball irgendwie nach vorne zu setzen. Aber Fronalschiff will immer versuchen, nach vorne zu spielen. Ja, und dieser Pass landet genau bei Lewald vor die Füße. Wieder Kutschke. Junge, geh doch mal ran, Forson. Rückpass. Kade. Auf den Torschützen in der 11. Minute. Und Markus Kolke muss parieren. Er kann sich zu Recht aufregen. Weil irgendwie will die Mannschaft nicht so richtig mitmachen. So. Wir sind eigentlich schon über die Minute drüber. Ja, und jetzt pfeift der Schiedsrichter erstmal zur Halbzeitpause. Ja, in das nicht viel los von unserem Bialek, weil er will mit Bällen gefüttert werden, aber irgendwie klappt es wohl irgendwie nicht, dass er Bälle bekommt. Ja, 2 zu 0 der Halbzeitstand in dieser Partie. Die anderen gut gespielten Partien, SV Sandhausen gegen SC Paderborn 1 zu 0,
Hannover 96 und Greuther Fürth 0:0. Anstoß zur zweiten Halbzeit hier im Ostseestadion, Hansa Rostock heim gegen Dynamo Dresden. Ja, in der ersten Halbzeit gute Tore gesehen von Dynamo Dresden in der 11. und 41. Minute. Ja, sie legen los wie die Feuerwehr, bedrängen uns gut in unserer Hälfte und hatten auch unsere Stürmer gut unter Schutz genommen, sodass die Bälle zu Bialek und unseren Flügelspieler kaum angekommen sind, obwohl wir gute Flanken gemacht haben, aber trotzdem nicht viel zu sehen war. Da der Torschütze in der 11. Minute steht in der Abseitsfalle. Strauß, Vasili, Kinzombi, aber wohin? Gleich vorne wird der Passweg gut bedrängt. Und jetzt Strauß. Aber wo ist Bialek? Wo ist Svante Ingelsson? Nirgendwo. Und da geht es Freistoß für Dynamo Dresden, obwohl der Keeper seinen eigenen Kollegen eigentlich angeschossen hat und nicht uns. Jetzt gibt es mal einen Freistoß von Hansa Rostock. Von Alschek. Stafis. Gute Flanke nach oben. Und wieder schön bedrängt. Die kommen nicht an die Pille. Der Torschütze, Strauß. Oh, gut, erobert die Pille. Ah, die Mitte ist wieder ordentlich bedrängt. Kinzombi. Und jetzt eine gute Flanke. Und da landet der Ball im Tor. Der Keeper. Drajaka kann die Pille nicht richtig kontrollieren, obwohl er die gut mit den Händen so abgewehrt hat. Landet die Pille trotzdem im Tor. Und unser Torschütze ist unser Lorenzo Meyer. Hier nochmal die Situation. Und wenn man genau hinguckt. Ja. Obwohl er die Hände richtig vor dem Ball hätte. Und der Ball über Kasten drüber gegangen wäre. Sieht man hier. Zack. Abgeprallt. Rübergelenkt. Zack. Drin. Der Anschlusstreffer in der 58. Minute für Hansa Rostock. Hier geht noch was. Wenn es einen Unentschieden geben würde, dann würde es vielleicht ausreichen. Aber eine Niederlage würde uns nichts bringen. Und zwar eine Niederlage hätte schlechte Auswirkungen. Wir würden theoretisch sehr weit runterrutschen. Oh, Bialek hat gut auf Svante Ingelsson gespielt. Und er haut die Pille mit Stramme. Kanonenschuss ins Tor rein. Endlich ist der Frust aus der ersten Halbzeit raus. Wo man so hart gegen Dynamo Dresden hinten lag, kann man in der zweiten Halbzeit ordentlich gut hier nachlegen. Ja, kaum richtig verteidigt. Knipping, der Kapitän hätte Svante Ingelsson eigentlich schön bedrängen können, aber nix da. So, in der 62. Svante Ingelsson mit dem Ausgleichstreffer. Da hat man es gerade nochmal vom Stadionsprecher laut und deutlich gehört. Oh, Vasili mit einem guten Auge. Oh, das war auch sehr gut. Vasili, was hast du vor? Spielst den Ball zurück auf Bialek. Und da prüft Bialek den Keeper mit einem Fernschuss. Kutschke runter. Wellington Junior kommt drauf. Jetzt kommt der absolute Turbo-Knipser aufs Spielfeld. So. Höcke wird hochgespielt. Ha, da kriegen wir die Pille erstmal. Ja, von Neische. Gut am Flügel.
Forson wollt sich schnell die Pille erobern. Oha, da wird man aus der Drehung entrissen, die Kugel, und landet bei Dynamo Dresden. Batista Meyer auf Kade. Oh, bedrängt unseren Spielerkollege. Aber jetzt haben wir die Pille wieder zurück. Ah, Ball landet aber Dynamo Dresden vor die Füße. Rosbach, gut im Verteidigen. Jetzt aber geht's nach vorne. Von Eichel. Zwante Ingetorn, gut gespielt. Kind Zombie. Oh, und da wollte man den Ball genau zu Zwante Ingetorn spielen. Batista Meyer spielt den Ball weit zu Wellington Junior. Forson. Batista Meyer. Oh, der Torschütze aus der 11. Minute. Und Markus Kohl gerettet. Holy shit. Das war sehr knapp. Warte, Ingetan. Ah, wollte nach oben spielen. Zu Meyer, der denn. Oh, und Wellington Junior hatte gerade eine gute Chance. Forson sieht in der 78. Minute die gelbe Karte. Nochmal hier in der Wiederholung. Oha, da geht er diese aber richtig den Takt an. Ja, der Torschütze runter. Gia kommt drauf. So, und wir können auch mal wechseln. Ja, unser Oho, dieser hat sich verletzt. Er sah schon in der ersten Halbzeit nicht so richtig gut aus und dafür kommt Rick van Drommeling drauf. So, dann sehe ich Vasilidis im zentral-defensiven Mittelfeld nicht so richtig gut. Wo könnte man Kin Zombie? Ja, Tempo gut. Ja, hier unsere linker Verteidiger. Und dafür kommt Rossi Pal rauf. So, unsere drei Wechsel. Mal sehen, ob das einen gewünschten Effekt. Und es war gut, dass ich diese runtergenommen hat. Das hätte noch schlimmer werden können mit der Verletzung. Und deshalb erstmal ganz ruhig bleiben. Rosbach. Gut auf. Zweiter Ingetson. Und da ist unser Bialek schon wieder schnell nach vorne. Aber dieser Riff von Drommeling gut aufgepasst. Meier. Ah, warum hier Frunalschick Tempo rausgenommen hat. Jetzt aber Kinsomi. Ah, will den Ball nach oben spielen. Klappt nicht. Wird abgefahren. Batista Meyer hat jetzt den Ball. Oha. Und das war Abseits. Forson. Voll in der Abseitsfalle reingerutscht. Da war der Verteidiger gut da. Rosbach. Und hat die Chance unterbunden. So. Rossi Pal auf Simon Rein. Gut auf von Neiche. Sieht seinen Spielerkollegen darin. Ah, muss rückspielen. Bialek. Und das war Ante Ingetson. Jawollo. 3:2. Die Führung durch Ante Ingetson. Da hat Bialek schön Zweite Ingetorn gesehen und zack. Genau gesehen, Lücke ist frei. Zweite Ingetorn rennt nach vorne. Bialek, guter Pass zu ihm und er braucht nur mit einem guten, kräftigen Schuss den Ball ins Tor hineinwuchten. Ja, seine dritte Partie und sein drittes Saisontor in der 86. Minute. So, und weil wir jetzt führen, gehen wir etwas auf die defensive Art, um hier noch zu verteidigen. Auch gut aufgepasst. Bialek. Kin Zombie. Gut aus der Drehung. Erstmal ein bisschen Schwung rausnehmen. Batista Meyer. Gogia. Wellington Junior.
will versuchen, eine Lücke zu finden. Hauptmann. Und Markus Kolke pariert. Ja, Rick van Drommeling, der jetzt Dietze ersetzen tut in der Verteidigung, deckt ein bisschen mehr ab als Dietze. Oh, was sehen meine Augen denn da? Der Keeper auch noch mit rüber. Oh, gut rausgeklärt. Kim Sommi schlägt den Ball erstmal gut nach vorne, sodass der Keeper erst wieder in die Hälfte reinrennen kann. Rosbach, gut aufgepasst. Bialek erstmal den Ball nach aus. Lässt ein bisschen Luft raus, um Dynamo Dresden hier zu. Und da macht Bialek nochmal den Ball nach aus, um ein bisschen die Zeit von der Uhr runterzunehmen. Was sehr gut ist. Wir sind gleich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Ja, KD. Und da sind wir schon in der dritten Minute komplett durch und gewinnen das Heimspiel mit 3:2. Ein sehr enges Spiel, aber unsere mitgereizten Fans haben uns ordentlich unterstützt. Ja, in der ersten Halbzeit sahen wir nicht so richtig gut aus. Da hat uns Dynamo Dresden ordentlich zugeschnürt, unterdrückt, Bälle reingeknallt. Wir lagen mit 2:0 hinten, aber in der zweiten Halbzeit haben wir wieder den Kampfeswillen richtig gefunden und haben 3 Tore reingepfeffert. Ja, durch Svante Engelshorn und Meier sind wir wieder richtig im Spiel und feiern erstmal diesen grandiosen Sieg. Die Endstände hier zu sehen. Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Engelshorn hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Ingeton überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Rostock das Team der entscheidende Faktor ist. Es war bis zum Schluss Pfiff eng. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? Das ist nur Ihre Meinung. Ich habe heute ein starkes Team gesehen, das sich das Glück mit jeder Menge Elan verdient hat. Nächstes Mal machen wir aber hoffentlich früher den Sack zu, damit überhaupt keine Diskussion über Glück aufkommen. FC Hansa Rostock hat zwar gewonnen, aber es war eng. Hatten Sie Sorgen, der Gegner könnte noch mal rankommen? Für einen kurzen Moment hatte ich Sorgen, aber wir haben halt die Qualität, sowas nach Hause zu bringen und den Sieg zu den schönen, den Sieg zu halten, schön diesen Gegner zu besiegen. Vielen Dank und bitte keine weiteren Fragen. Oh, Posteingang. Wir sind mit Lukoki zufrieden. Seine Entwicklung ist sehr gut. Interesse an Zink. Leihangebot für Meier. Und ja, gebrochener Zeh. Fällt unser Benno Dietz aus. Ja, also wir schauen uns mal ganz kurz das Bass Meier zum Ausleihen mit einer Kaufoption. Victoria Köln. Ich würde delegieren und zwar ja ein Jahresleihe. Spielerchat. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursieren, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Frühling, immer ganz ruhig. Du hast deine Verletzung auskuriert und die Medien haben manchmal Sachen über dich geschrieben, was eigentlich gar nicht stimmt. Du bekommst deine Chance.
Und da kannst du dann zeigen, was du wirklich drauf hast. Oh, Markus Kolke kommt zu uns. Hi Boss, ich mache mir Sorgen, mir kommt es so vor, als hätten Sie gar kein Interesse daran, die Mannschaft mit neuen Spielern zu verbessern. Haben Sie denn gar keine Ambitionen, was diesen Club angeht? Wie oft soll ich dir es noch sagen, Markus Kolke? Ich bin der Trainer, ich habe die Option und ich würde wir haben Jugendtalente, die wir in der Jugendakademie haben und ich will versuchen, mit den Leuten auszukommen, die wir haben. Wenn wir immer neue Spieler holen, ist es immer, dass die Moral im Team sehr schwankend ist. Also ich mache das, was ich mache und du konzentrier dich auf deine Arbeit als Keeper. Oh, Übereinkunft der Laie von Bas Meyer. Ja, und Köln will unseren 18-Jährigen rechts im Mittelfeld, linkes Mittelfeld und linker Flügel. Ja, das nehmen wir an. So, meine Lieben, ab hier wird ja später der 4. Spieltag beginnen. Wir können uns mal ganz kurz mal die Tabelle anschauen. So, auf den ersten Tabellenplatz VfL Bochum mit 8 Punkte. Dahinter gefolgt wir mit 7. Wir haben 2 Siege, 1 Unentschieden, 9 Tore, 5 Gegentore. Ist eine Tordifferenz von 4, immer noch im Plusbereich, was sehr gut ist. 1. FC Heidenheim, genau die gleiche Punktzahl. Auch mit einer Tordifferenz von 4. Auch 2 Siege, 1 Unentschieden. Oh, die rücken uns ziemlich auf die Pelle. So, SC Paderborn 07 auf 4. Auch 7 Punkte. Oh, Verzeihung. Und 1. FC Nürnberg Platz 5 mit 6 Punkte. Ja, das nächste Spiel ist auch wieder ein Heimspiel. Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig. 2. gegen 11. Braunschweig liegt 8 Plätze, oder nee, Quatsch, 9 Plätze hinter uns. Und wenn wir das Spiel theoretisch gewinnen sollten, können wir vielleicht Platz 1 erreichen, falls VfL Bochum nicht eine stärkere Tore schießen tut in ihrer Partie. Aber das werden wir ja alles sehen, wie sich das so entwickelt. So. So, und jetzt seid ihr gefragt, was ist eure Ansicht? Was hat sich so Spiel aufgefallen? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare rein. Ich lese mir jeden Kommentar durch, der eure Sympathie. Und vielleicht werdet ihr auch im Video dann gegrüßt, bevor das Spiel anfängt. Und wie immer, Daumen da lassen. Wäre wünschenswert. Und teilt das Video an andere. So, und jetzt sage ich, euer Blue Eyes Leiden, Wiederschauen und reingehauen im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig bin ich wieder am Start. Kuss, Kuss geht an jeden Supporter raus.